Moin moin Leute, hier ist wieder der Suchtkrüppel. Jetzt mit einem neuen Minecraft Video und zwar geht es wieder um die Doppeltür oder beziehungsweise Dreifachtür, die ich in meinem letzten Video gezeigt habe. Die habe ich jetzt noch ein bisschen erweitert und habe sozusagen eine Tresortür draus gemacht, für die man nicht auf Druckplatten treten muss, um sie zu öffnen, sondern die sozusagen eine Art Code benötigt, um sie zu öffnen. Da sehen wir hier auf jeder Seite vier Schalter. Diese Schalter müssen in der richtigen Kombination stehen, damit sich die Tür letztendlich öffnet. Die Kombination verrate ich jetzt natürlich nicht. Die könnt ihr selbst rausfinden und ich habe auch einen versteckten Hinweis in dieser Map eingebaut. Jedenfalls, sobald ihr diesen Code eingegeben habt, öffnet sich die Tür und ihr könnt durch. Hier sehen wir mal die Verkabelung. Das leckt wieder ein bisschen. Und wenn ihr drin seid, ist die Tür natürlich offen. Falls aber irgendjemand außerhalb sich einen Spaß machen will und den Code manipuliert und die Tür sich hinter euch schließt, und nehmen wir an, ihr seid unterirdisch oder in irgendeinem Raum, den ihr nicht so wieder verlassen könnt, weil er aus Obsidian ist und ihr habt keine Diamantenspitzhacke oder sowas, dann sind hier natürlich auch noch die Druckplatten, die die Tür auch so von innen öffnen. Das heißt, ihr könnt jederzeit raus, auch wenn ihr oder wenn draußen der Code verstellt wurde oder draußen dieses System zum Beispiel durch eine TNT-Explosion beschädigt wurde. Ich werde den Download-Link wieder in die Beschreibung stellen und dann könnt ihr euch natürlich gerne das Zeug runterladen und ein bisschen kniffeln oder halt euch das Konzept, wie das Ganze denn hier funktioniert, machen. Ja, reinziehen. Bis dahin, see ya! Ach so, Modern Warfare 3 Videos kommen bald, zumindest sobald ich das Spiel habe. Muhaha.